Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Roman. Heute sind wir wieder auf einer kleinen Lost Place Tour unterwegs. Hier haben wir, glaube ich, was Schönes gefunden. Auf jeden Fall ein altes, verlassenes Haus. Ich bin schon einmal so drumherum geschlichen, habe mir angeguckt, ob man überhaupt hier reinkommt. Man kommt auf jeden Fall rein. Deswegen Leute, ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg. Und so wie immer, wir sehen uns drin und viel Spaß bei diesem Video. Ja Leute, kaum kommt man hier um die Ecke, da sieht man schon auf jeden Fall, das ist hier die Garage, ne? Und da ein altes Auto drinne, ne? Was ist das denn für ein Ding? Ist auf jeden Fall schon ordentlich auseinandergenommen worden hier, ne? Sieht auf jeden Fall, glaube ich, nach einem Mercedes aus, oder? Ja, die Tür kann man, glaube ich, sogar aufmachen. Jo. Wow. Okay, fehlt natürlich schon alles. Das Einzige, was wir hier haben, ist hier die Gangschaltung. Ne, aber hier Tacho, Lenkrad, da drinnen Radio oder was das immer war, schon auf jeden Fall rausgenommen. Da auch, hier. Ja, die Türen, leise. Ist das eine Mercedes? Der Stern, hier der Stern, der fehlt auf jeden Fall. Von was ich mich frage, das zeige ich euch gleich. Was ich mich auf jeden Fall frage, wie ist das Auto hingekommen? Ne? Das hier sieht mir auf jeden Fall nicht nach einer Einfahrt aus, hier, oder? Keine Ahnung. Also das habe ich mich gerade echt gefragt, wo ich schon hier runtergekommen bin, wie das Auto eigentlich hingekommen ist. Wir gucken uns mal weiter um. Lass mal da reinkommen jetzt. Da nochmal das Haus. Gucken wir uns das mal hier unten an, was hier so Sache ist. Ja, das ist, glaube ich, der Keller hier, so wie das hier aussieht. Auf jeden Fall schon so Farbdosen. Ne. Auf jeden Fall mal keinen Lärm machen. Das ist auf jeden Fall eine vielbefahrene Straße hier. Ne, da gehen auch viele Menschen her, in so ein Wandergebiet hier, deswegen schön leise sein, Leute. Ne? Mal hier gucken, was hier so ist. Na, da eine alte Kühltruhe, sehe ich schon von hier. AEG. Ja, guck mal, Leute, eine alte Waage hier, ne? Guck mal, geil. Ja, so Lichter von irgendeinem Auto oder so. Hier so eine Schöpfkelle. Habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Ja, das war auf jeden Fall der Keller. Ne? Das macht auf jeden Fall Vorfreude auf das Haus, finde ich. Auf jeden Fall schon ein paar alte Sachen gefunden. Ne? So ein paar Raritäten sogar, so wie diese Waage. Richtig geil, wirklich. Ja, jetzt muss ich mal gucken, weil hier führt, wo das Tor hier ist. Da führt direkt die Straße her, dass mich keiner sieht, wenn ich jetzt hier in das Haus reinschlüpfe. Hallo? Okay, Leute, ich glaube, wir sind alleine. Aber wie man hier schon sehen kann, ich hoffe, ihr seht's. Auf jeden Fall ganz schön zugemüllt das Ganze. Ne. Naja, wir machen jetzt auf jeden Fall uns das mal da rein. Leute, wie gesagt, das war hier der Eingang. Hier geht es auf jeden Fall runter in den Keller. Da waren wir ja vorhin schon. Ja Leute, da ist auf jeden Fall schon alles sehr, sehr zugemüllt hier. Wow, und wo was alles noch da ist, ne? Unglaublich. Junge, Junge, hier noch das ganze Geschirr hier. Guckt euch das mal an hier. Boah, das sieht aber eklig aus. Ja, alles noch da. Hier Teller. Da oben so ein Krug. Da Gläser. Da so ein alter Fernseher noch. So, ach, was ist das denn? So eine Form. Hier von so einem Fisch. Vielleicht irgendwie selber gebastelt oder so, hier aus Holz. Ist das eine Kaffeemühle? Ne? Ist das eine Kaffeemühle? Oder? Sieht da noch aus. Hier so ein Eierbecher. Was ist das? Ich dachte, das ist eine kleine Waschmaschine hier, oder? Oder Trockner? Keine Ahnung. Fernseher. Krass. Und dann auch eine Waschmaschine. Da Kühlschrank. Ja Leute, das war auf jeden Fall bis jetzt erstmal der erste Raum. Da hat man auf jeden Fall schon viel zu gucken. Gucken wir uns mal weiter hier um. Guckt euch das Ding mal an hier. Wow. Was ist hier noch? Also die Spulen hier, ich weiß gar nicht, wie die heißen hier. Ne, sowas. Also ich kenne sowas noch. Ne, aber keine Ahnung, okay. Geil. Da schien auch noch alles voll mit Gläsern. Da war das irgendwie in der Bar oder so.
Hier auf jeden Fall. Sieht aus wie so eine Bar, ne? Hier wie so ein, in so einem Hahn hier stehen die ganzen Biergläser und so. Hier ist auch so ein Eingang. Ne? Ja, man hört schon die Autos da vorbei sausen. Leute, frohes Fest. Ne? Wünsche ich euch auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt gut gefeiert. Seid gut in das neue Jahr reingerutscht. Ups. Und ich hoffe natürlich für jeden nur das Beste für das Jahr 2022. War das irgendwie so eine kleine Bar oder so? Keine Ahnung. Ganz, ganz komisch. Man steht auf jeden Fall fest. Der hat auf jeden Fall Hunde gehabt. Hundefutter. Ist zwar irgendwelche Farbe drin. Oder so. Weil hier ist so eine Bank, ne, wo man vielleicht hätte sitzen können. Hier ist ein großer Tisch. Hier ist auch nur so eine Riesentaschenlampe. Das war auf jeden Fall jetzt das Untergeschoss. Machen wir uns mal auf den Weg nach oben. Gucken wir uns das Ganze nochmal oben an. Was wir da oben so finden werden, ob das genauso vermüllt ist wie das hier. Ich hoffe mal nicht, ey. Direkt hier auf der Treppe steht hier so ein alter Fernseher. Dann so eine alte Uhr oben drauf. Dann noch hier so ein altes Telefon. Das war bestimmt irgendwie die Nummer, die er vielleicht bei einem Notfall anrufen sollte. Ne? Gehen wir mal hoch. Hier so eine, ne? So eine Garnitur. Ja, das ist bestimmt das Schlafzimmer oder so, ne? Die ganzen Klamotten da. Guckt euch das mal an hier, ne? Oh, alles da, hier, was ist das? Bettwäsche oder so? Oder Handtücher? Da auch. Noch die ganzen Klamotten, die da hängen. Kleid oder was ist das hier? Yeah. Keine Ahnung, was das für ein Teil ist, ey. Also ich gehe auf jeden Fall mal davon aus, weil ich gerade diese Nummer, diese Notfallnummern auf dem Telefon gesehen habe, dass es auf jeden Fall eins oder zwei Personen hier gelebt haben, die auf jeden Fall sich vielleicht nicht die Nummern merken konnten. Das heißt, sehr alte, vielleicht schon Pflegebedürftige oder so. Ne, wahrscheinlich irgendwann mal gestorben und keiner wollte das hier haben. Ja, ich glaube, das passiert am öftesten. Ne, sehr, sehr traurig. Das ist irgendwas aus der Schule oder so. Da steht auf jeden Fall der Name, Fach, Klasse, Eigenschaft. Da steht, von welchem Jahr ist das denn? Leute, guck mal da. 1955. Ne, hier. Dezember 29, 1955. Alter Schwede. Ne, 1956, da stehen die Namen. Das will ich auf jeden Fall verpixeln, Leute. Ja, Schulordnung, Schulselbstverwaltung. Okay, so ein Zeugnis oder irgend sowas, ey. Keine Ahnung. Ja Leute, hier ist auf jeden Fall alles zugemüllt, ne? Überall noch Schränke. Hier mit den ganzen Klamotten, ey, ne? Ganzen Klamotten, alles noch da. Mein Gott, hier auch. Hier sogar so ein alter Pelzmantel. Sehr, sehr interessant. Was ist das hier für ein Raum? Alter. Wow, hier ist hier. Ich hoffe, das ist nicht echt, oder Leute? Ist das echt? Ne, ne? Hör auf, ey. Ja, das gerade da mit den toten Tieren, ich glaube, das waren schon echte tote Tiere. Boah, ich weiß auch nicht. Kann ich mir irgendwie nicht angucken. Tut mir voll leid, ey. Ja, hier ist auch noch so ein Zimmer. Okay. Hier ist auch noch so ein Zimmer, ey. Mein Gott, wie viele Leute haben denn hier gelebt, ey? Ein alter Ofen, der hier benutzt worden ist. Auf jeden Fall ein Schmuckstück, Leute. Ein Schmuckstück. Ja, auch. Richtig geile Kiste hier. Noch so ein Fenster, was sie vielleicht noch hier. Fenster, was sie vielleicht noch einbauen wollten. Aber dann, ja, vielleicht nie dazu gekommen sind, das Fenster einzubauen. Ne. Da steht auch noch so ein alter Fernseher. Was ist das hier für eine Disco-Kugel hier? Ja, ich weiß nicht, vielleicht für die Tochter und die Mutter. Ja, das Doofe um die Jahreszeit, ne, dass es auf jeden Fall schon recht schnell dunkel wird und auch nicht so wirklich großartig mit irgendwelchen Taschenlampen hier rumleuchten kann oder so. Ne, das ist halt das Doofe. Vor allem, wenn man so ein Haus hat, was direkt hier an so einer vielbefahrenen Straße führt, dann ja, muss man halt auch sich beeilen
und schnell hier durchmachen. Ja, ich habe mir das Ganze nochmal in Ruhe da oben angeguckt, aber da war nichts mehr Besonderes, was ich irgendwie für euch irgendwie hätte festhalten müssen, um euch das zu zeigen. War auf jeden Fall nichts mehr Interessantes dabei. Deswegen Leute, ich dachte, ich verabschiede mich hier, wo das Video angefangen hat. Hinter mir steht auf jeden Fall der alte Mercedes, der Oldtimer. Ne? Mit diesen Worten würde ich mich gerne von euch verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Euer Roman, macht es gut.